Herzlich willkommen zum aufgeführten, selten erreichten Airport Simulator 2015. Ich habe mir gedacht, ey, bei dem Titel muss ich auch mal direkt zuschlagen. Rondo Media Published das Ganze. Ich gedacht, Mensch, kannst du eigentlich gar nichts falsch machen für deine 15 Euro. Und wir gucken jetzt einfach mal. Ja, wir sind jetzt schon jetzt im Karriere-Screen mit drin. Es gibt keinen Multiplayer, nur die Karriere, keine Szenario-Mission, kein Endlosspiel, nur diese Karriere. So, wir gehen ganz neutral an die Sache ran. Wir sind jetzt hier auf unserem Flughafen und hier sehen wir Flugzeuge, die versorgt werden sollen. Und ich soll auf das blaue Symbol klicken. Ja, sehr schön. So, Karriere-Mission AB0001. Und wir müssen jetzt hier Florida auffüllen. Sehr schön, das kriegen wir hin. So. Oh, diese Grafik, fantastisch. Man sieht auch richtig schön die Tragflächen, wie sie wahrscheinlich in der Luft auseinanderfliegen. Hier sehe ich so eine kleine Delle in der Tragfläche. Das ist wohl auch alles überhaupt gar kein Problem. Und jetzt gucken wir mal, welche Dienstleistungen benötigt werden. Wir brauchen hier ein Catering-Fahrzeug. Oh, wir dürfen sogar das Catering-Fahrzeug fahren. Sehr schön. So, mit der rechten Maustaste können wir uns hier umsehen. Uns diese fantastische Grafik nochmal zu Genüge führen. Das Spiel ist übrigens 250 MB groß. Also solltet ihr eure Download-Leitung ein wenig schonen, also alles abstellen, was es da abzustellen gibt. Wie gesagt, 250 MB, ne? Nicht Gigabyte, MB. So, mit A, D kann ich ja links und rechts lenken. Okay, alles klar. Oh, er blinkt sogar. Schaut euch das an. Blink, blink. So. Jetzt soll ich auf der Karte nachsehen, wo ich hinfahren muss. Hier oben ist die Karte, hier oben links. Sehr schön. Oh, alle Missionen liegen ein Zeitlimit. Verdammt nochmal. Und ich quatsche hier so viel. Beeilung, los geht's. Wo müssen wir überhaupt hin jetzt? Achso. Ich gehe geradeaus weiter. Kann ich die Kamerasicht irgendwo ändern? Mit V können wir hupen. Mit H wahrscheinlich auch. Nein, wir können mit V können wir hupen. Sehr nice. So. Die Musik ist auch fantastisch. Da haben sich wirklich ein komplettes Orchester hat sich da zusammengetan, um diesen Soundtrack aufzunehmen. Das ist wirklich. Oh. Oh. Bremsen sind fantastisch. Ich habe noch nie so starke Bremsen gesehen. Wir können innerhalb von einem Meter direkt anhalten. Jetzt müssen wir hier ranfahren. So. Ist auch fantastisch, wie mein High-Performance-Endrechner hier ins Limit geht. Bei dieser Auflösung. Ich habe das Gefühl, wir ruckeln schon jetzt ein bisschen. So, versuche jetzt das Fahrzeug in der gelb markierten Fläche zu parken. Sehr schön. Mit Leertaste verbinde ich mich mit dem Flugzeug. Ah, jetzt muss ich die Pfeiltaste gedrückt halten. Fantastisch. So. Jetzt muss ich die Plattform öffnen. Drücke S, um den Wagen abzuliefern. Ah. Wie von Geisterhand schiebt die Ware von A nach B. Ah, da kommt noch mehr. So. Hui. Magic. Nice. Mittlerweile arbeiten am Flughafen auch keine Menschen mehr. Das machen alles Maschinen und automatisierte Prozesse, wie wir hier sehen können. So, wir sehen noch die Ladefläche hier vorne. In dem Bereich, die ist komplett schwarz. Kann ich mit dem Maus hier? Ja, da. Komplett schwarz hier das Flugzeug innen drin. Ist ein Dark Flight. So. Halte Y unter, also halte Pfeiltaste nach unten gedrückt, um die Laderampe einzufahren. So. Boah. Fantastisch, ey. Mission abgeschlossen. $750 Gewinn gemacht. Wir haben einen Zeitbonus bekommen. Und kein Fahrzeugbonus. Schade. Ich bin jetzt aktuell Lehrling. Das ist doch schon mal ganz schön. Erinnert mich ein bisschen an Bausimulator. Da fängt man auch als Lehrling an. So, gucken wir mal, wie es weitergeht. So, neues Fahrzeug. Oh, die Fluggastbrücke haben wir freigeschaltet. Sehr schön. So, okay. Ab jetzt bist du nicht mehr Neuling, sondern offizieller Lehrling am International Airport. Wer kennt ihr nicht den International Airport? Das haben wir doch alle schon mal. So, die Fluggastbrücke ist jetzt freigeschaltet. Sieh sie dir im Fuhrpark an. Alles klar. Okay, als Neuling kriegen wir das Catering-Fahrzeug, danach die Fluggastbrücke, irgendwann den Schneeschieber. Als Fluglotse kriegen wir den Shuttlebus, einen Frachtlader, Fahrzeugschlepper. Mensch. Das ist ja fantastisch, was es hier noch alles gibt. So, grüner Fall. Ah. So, jetzt können wir hier noch Sachen aufrüsten. Das klingt auch nochmal interessant. Aber aufrüsten hier. Ja, für 700 machen wir das einfach mal. So, wir sind jetzt hier zurück in der Übersicht.
Hier ist das Gate schon geöffnet. Das ist eine sogenannte Zufallsmission im Spiel. Und wir haben hier die normalen unten. Hier haben wir die Karrieremission, die wir immer wieder spielen können. Wir müssen hier eine Fluggastbrücke einfach ankoppeln. Und hier müssen wir jetzt Vorräte auffüllen. Und das ist noch gesperrt, weil wir hier mehr Erfahrung benötigen. Macht also keiner. Sehr schön. So, wir machen jetzt aber hier mal die Fluggastbrücke nochmal. Die steht witzigerweise auch schon immer parat. Am Flugzeug selber. Das ist der 3800. Wer kennt das nicht? So, Fluggastbrücke brauchen wir. Die ist hier in dem Menü auf der linken Seite. Zack. So. Und können wir noch eine andere Sicht machen? Ja. Wir können auch mit dem Mausrad ran und raus zoomen. Es gibt einige Fahrzeuge, da kann man aus der Innensicht fahren. Bei diesem hier ist es jetzt nicht der Fall. So. Wir drehen die Brücke. Fahren jetzt hier nochmal ran mit WASD. So, und drücken die Leertaste und schon beginnt das Boarding. Das ist auch der ganze Boarding-Prozess. Und wir warten. Und warten und warten. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne schon mal ein Like da. Da unten könnt ihr einen Kommentar in die Kommentare reinschreiben und lasst auch gerne ein Abo da, falls das Video gefällt. Wie gesagt, wir sind auf eure Hilfe natürlich immer angewiesen. Also auf die der Zuschauer. Wir hören jetzt mal diese geile Musik noch an. Oh, ein neues Fahrzeug. Oh, ein Tankfahrzeug haben wir freigestellt. Nice. Gucken wir uns das Ganze mal an hier. Tankfahrzeug hier. Nice. So, beschädigen 700. Haben wir so viel Geld? Ah, da oben ist unser Geld. Ja, haben wir. So. Alles klar. Zurück auf die Missionskarte. Also Fahrzeuge aufrüsten bringt im Prinzip nur mehr Geld. Und ein bisschen schneller sind die Fahrzeuge. Wir machen jetzt mal diese Zufallsmission. Dafür brauchen wir einfach nur Vorräte auffüllen. Das Flugzeug mal gleich aussehen, oder? Naja, fast gleich. Haben wir schon ein bisschen Mühe gegeben. Doch, kann man nicht anders sagen. Ich soll Vorräte auffüllen. Hier sind die Vorräte. So. Rum, rum. So, fahren wir zum. Zeige ich mal die Innensicht nochmal. So, das ist dann der Schwierigkeitsgrad extrem. Da oben ist unser Radar hier. Noch ein bisschen ran und raus zoomen. Da vorne müssen wir gehen. Sehr schön. So, fahren wir zum entsprechenden Flugzeug. Sehr schön. Gucken wir mal. Mit Top Speed. Alles klar, jetzt laden wir die Vorräte nochmal schnell auf. Und rum rum. Sehr schön. So. Jetzt müssen wir die Falter so nach oben wie immer gedrückt halten, um die Vorräte einzuladen. Mal gucken, dass wir noch richtig schön Kohle scheffeln hier. So, S wieder drücken, um die Wagen oder um die Catering-Wagen abzuliefern. Halte S erneut gedrückt. Man kann aber S gedrückt halten, also man muss nicht immer erneut drücken, um die Sachen reinzuliefern. Also das machen unsere unsichtbaren Geistermitarbeiter ganz wie, oder wie von Geistern. Man sieht hier unten auch den Reifen, der sieht ein bisschen komisch aus. Sieht ein bisschen aus wie so Chromfelgen hier. Wahrscheinlich fährt er nur noch auf den Felgen, ich weiß es nicht so ganz genau. Und, achso, jetzt müssen wir die Ladeluke schließen und kriegen gleich einen fetten Geldbonus. Sehr schön. Also die Animationen selber sind wirklich gut gelungen, finde ich zumindest. Die Grafik ist... Ah. Schwierig mit der Grafik. Ich bin natürlich ein bisschen verwöhnt, was jetzt Landwirtschaftssimulator und Bausimulator und so angeht. Da ist die Grafik noch ein bisschen anders. Das ist der A3800F. Ich weiß nicht, ob das hier ein Lufthansa-Symbol ist. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Und wir müssen das Viech jetzt hier betanken. Machen wir noch unser Tankflugzeug. Hier, da ist das Tank. So. Ah, schön. Flame Able Liquid. Ja, so dicht wollte ich da gar nicht ran. Das Ganze von vorne. Oh! Kein Fahrer! Mensch, ich sage ja, alles wie von Geistern hier auf diesem Flugplatz. Ich habe Angst, dass ich gleich ein Flugzeug überrollt. Oh, da hinten ist sogar Bewegung dann hier. Hier oben landet gerade ein Flieger. Oder startet er? Ich weiß nicht so genau. So, ich fahre selber zum entsprechenden Flugzeug fahren. Jetzt bin ich mal auf dem Tankprozess, bin ich jetzt aber echt gespannt. Ja. So. Hier sollen wir uns irgendwo drunter stellen. Mal gucken, ob wir die andere Tragfläche auch noch betanken müssen. Oder ob wir einfach nur von einer Tragfläche aus tanken müssen. So. Ah, Leertaste. Ah, okay. Ah, die Plattform fährt nach oben. Block. Dreh den Schlauch im Uhrzeigersinn. So, nice. Bong. Rein da. Uhrzeigersinn. So. Es wird getankt. Sehr schön.
Da blinken auch ein paar lustige Leuchten. Die Musik ist immer noch fantastisch. So. Fertig. Nice. Mussten wir nur eine Tragfläche betanken. So, wir haben ordentlich Kohle bekommen. 150 Punkte, also in der nächsten Mission schaffen wir auch den nächsten Rang. Nice. Ach, da oben sind Flugzeuge. Ah, schön übereinander gelegt hier. Kann ich nicht anklicken, oder? Doch, hier. Ah, okay, er springt. Wenn wir irgendwo draufklicken, kann ich mir die Pfeiltasten lenken? Nein, kann ich nicht. So. Das erinnern sich, habe ich euch schon eben kurz nochmal gezeigt. Ich zeige es nochmal. Was ist denn hier? John Serry, Annie by the Sun? Sun? Ich glaube schon. Die Radiofrequenz ist auch immer dieselbe. Man kann hier auch nichts anklicken. Ja, wir haben ja anscheinend noch ein Radar drin. Und ein Höhenmesser. Ich frage mich zwar, ob ein Catering-Fahrzeug ein Höhenmesser braucht, aber okay. Das können vielleicht Flughafenmitarbeiter eher sagen, die so eine. Oh, was war das denn gerade? Moment. Oh, nice. Ha. So sieht die ganze Kiste also von innen aus. Schön gelb. Jetzt kann ich aber nicht sehen, wo ich hier reinparke. Einparken. So. Zack. Beladen wir das Ganze nochmal fix. Sehr schön. Ja, an dieser Stelle, wir machen gleich in der nächsten Folge hoffentlich weiter mit dem neuen Schneeschieber. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Da unten gibt es Kommentare, falls ihr Fragen habt zum Airport Manager 2015 auf unserem International Airport bei Let's Multiplay. Dann schreibt sie da gerne unten in die Kommentare rein und lasst natürlich auch gerne ein Abo da, falls ihr es nicht getan habt. Bis zum nächsten Mal, sagt Let's Multiplay.